Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die letzten Krisenjahre haben das Bildungssystem stark getroffen. Kinder, junge Menschen, Eltern und die Beschäftigten in der Bildung können ein Lied davon singen, wie beschwerlich Bildung mittlerweile in Deutschland ist. Aber nicht nur diese Krisen sind das Problem, sondern das Bildungsdesaster. Die Bildungskrise beginnt natürlich viel, viel früher, nämlich als sich frühere Bundesregierungen dazu entschlossen haben, das Bildungssystem nicht mehr nach Bedarf und nicht mal mehr versuchsweise nach Gerechtigkeitskriterien zu finanzieren, sondern stattdessen der Ökonomisierung und Privatisierung das Wort geredet haben und das Bildungssystem einfach mal kaputt gespart haben. Das gehört auch mit zur Analyse, und mit diesem Schmarrn muss auch endlich mal gründlich aufgeräumt werden. Alle zwei Jahre macht uns der nationale Bildungsbericht auf den Schlamassel aufmerksam, den diese Politik zu verantworten hat. Dass der Bildungserfolg von der sozialen Herkunft abhängt, dass Kinder aus armen Familien viel, viel mehr kämpfen müssen und es trotzdem oft nicht schaffen in diesem System. Er macht aufmerksam auf den krassen Fachkräftemangel in der Bildung, der die Beschäftigten ausbrennt und den Kindern und jungen Menschen nicht gerecht wird. Er macht aufmerksam auf sanierungsbedürftige Gebäude und die verschlafene Digitalisierung. Und der Bericht kritisiert die fehlende Zusammenarbeit in der Bildung, das völlig dysfunktionale Nebeneinanderher von Bund, Ländern und Kommunen. Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, keine dieser Sachen packen Sie wirklich an. Nirgendwo tut sich wirklich was. Selbst die kleinsten Vorhaben stocken. Beim Ganztagsausbau ist der Bedarf nicht gedeckt. Das Startchancenprogramm ist vertagt. Das Bürokratiemonstrum Digitalplakt plätschert so vor sich hin. Das ist die Situation, und das kann natürlich wirklich nicht so bleiben. Und diese ganzen Programme und Pakte, die werden die krassen Probleme in der Bildung nicht lösen, denn strukturell bleibt ja alles beim Alten. Das gegliederte Schulsystem selektiert die Kinder auf Schultypen, als lebten wir noch im Feudalismus. Am Kompetenzgedöns von Bund und Ländern ändert sich nichts. Die Gebäude bleiben marode, die Fachkräfte fehlen und soziale Brennpunkte bleiben soziale Brennpunkte. Das ist das Problem. Und mal ganz ehrlich, gerade diskutieren wir hier den nationalen Bildungsbericht. Heute Morgen kam die Robert-Bosch-Stiftung mit den Ergebnissen des Schulbarometers heraus. Im Oktober gab es die OECD-Studie Bildung auf einen Blick und den IQB-Bildungstrend. Dann haben wir noch die PISA-Studie, und in ein paar Wochen kommt dann sicher auch noch die Bertelsmann-Stiftung ums Eck mit irgendeiner Studie. Kolleginnen und Kollegen, es gibt kein Erkenntnisproblem. Ich wiederhole, kein Erkenntnisproblem. Die Bildungslandschaft ist ausreichend vermessen, würde ich sagen. Man muss jetzt einfach mal machen, statt nur zu messen und alle paar Monate das nächste desaströse Studienergebnis zu diskutieren. Das Kooperationsverbot gehört abgeschafft. Es braucht Lehrkräfte und Sozialarbeiter und Erzieherinnen und Erzieher, viel Geld für Sanierung und Modernisierung und einen Sozialindex, damit die Bundesmittel für Bildung sozial gerecht verteilt werden können. So schwer ist es eigentlich nicht. Kommen Sie jetzt einfach mal aus dem Knick, Frau Ministerin. Vielen Dank. Und für die Unionsfraktion hat das Wort der Kollege Lars Rover.